Hat er schon mal irgendwie neue Federn oder sowas bekommen? Weil Fahrwerk ist ja immer so ein Thema bei denen, ne? Beim Fee. Ja, der hat ein H&R-Fahrwerk drin, weil der hat ja auch, siehst du gleich, noch eine andere kleine Besonderheit. Also Reifenprofil ist auch schon eine andere Besonderheit. Ist das die Überraschung, von der du mir am Telefon hattest? Genau das. Okay, aber du machst es spannend. Gleich. Du machst es spannend. Ich bin heute in meiner Heimat unterwegs im Rheinland, genauer gesagt in Köln, auf dem Weg zu Marcel. Marcel hat eine unheilbare Krankheit und benötigt jetzt dringend ein neues Fahrzeug. Und wie ich ihm dabei helfen kann, das höre ich mir jetzt mal an. Oh, da steht ein Rollstuhl. Das ist hier die richtige Richtung. Das sieht aber wirklich nach einem sehr, sehr großen Rollstuhl aus. Hallo. Hallo. Bist du der Marcel? Ja. Hi, freut mich sehr. Carola. Komm rein. Ja, vielen Dank. Erzähl mir doch mal ein bisschen von dir. Warum bin ich hier? Warum oder wie kann ich dir helfen? Ja, es geht darum, dass ich ja jetzt im Moment ein Auto besitze, wo ich nicht mehr mit klarkomme. Das ist ein Automatikwagen. Mhm. Und das ist ein Peugeot 206 als Cabrio. Mhm. Und ich hatte bis dato, ja, ein schöner Wagen, bin ich auch bis dato gerne gefahren. Aber ich habe aufgrund meiner Erkrankung einen anderen Rollstuhl bekommen. Was ist denn das konkret für eine Krankheit und wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Also das ist eine neurologische Erkrankung, das nennt sich ALS. Mhm. Und die Erkrankung führt eigentlich dazu, dass Körperteile oder die Muskeln einfach nicht mehr funktionieren, weil diese Sendung vom Gehirn in die Muskeln, diese Impulse da nicht mehr ankommen. Mhm. Und wenn Muskeln nicht bewegt werden, verkümmern die. Also so eine Muskeldystrophie ist das eigentlich. Ich kann mein linkes Bein, also den Fuß nicht mehr bewegen, was eigentlich wichtig ist, auch fürs Autofahren, deswegen das Automatik. Und der Rollstuhl, der im Flur steht, ist auch der, der ins Auto müsste? Ja, ja, genau. Okay, richtig, der sieht ja schon sehr wuchtig aus. Kann man den irgendwie zusammenklappen? Nein, das ist ein Spezialrollstuhl, okay. Der ist also quasi auf mich gefertigt. Also möchtest du denn selber fahren nach wie vor? Also mein Wunsch ist natürlich, so lange selbstständig auch fahren zu können, wie es geht. Und ja, wie du schon sagst, die Voraussetzung ist natürlich, ich muss mit dem Rollstuhl da reinfahren können, dass ich den also auch transportieren kann und auch selbstständig rein und raus kann. Genau. Das heißt, wir haben beide schon gespart und haben da was vorbereitet, was wir dir gerne mitgeben würden. Ich gucke einfach mal da rein. Das sieht nach sehr viel Geld aus. Also es sollen 12.500 Euro sein, die wir... 12.500 Euro, das ist ja der helle Wahnsinn. Also das heißt, Peugeot Cabrio steht unten vor der Tür. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich dir den auch noch mit, also wenn ich den mitnehmen würde und verkaufen würde? Bist du dazu bereit oder bist du dann arg traurig? Natürlich habe ich ein tränendes Auge, wenn ich daran denke, aber letztendlich muss ich einfach an die Zukunft denken. Und da ist das Glück, eventuell wieder mehr machen zu können, einfach viel größer, als dass ich dem Wagen dann hinterher trauere, wochenlang. Einst ein schickes kleines Cabrio, hat Marcels Peugeot 206 CC seine beste Zeit leider hinter sich. 17 Jahre haben trotz gutem Pflegezustand Spuren hinterlassen. Dazu kommen ein bald fälliger TÜV-Termin und viele Kilometer. Ja, der Peugeot 206 CC war mal ein tolles Auto, war mal innovativ. Heute will den ehrlich gesagt niemand mehr haben, vor allen Dingen aufgrund dieser ganzen Probleme, die dieses Fahrzeug hat. Das Dach ist ständig undicht, es funktioniert nicht. Der Motor ist auch, naja, dazu kommen dann diverse Elektrikprobleme, also Fahrwerk. Es ist eine Litanei an Problemen, die dieses Auto hat. Also es ist nicht wirklich ein Markt da. Ich sehe von hier so ein paar Schrammen. Ja, das ist richtig, ja. Dem ist jetzt kalt. Ja, ja, genau. Hör mal, der ist jetzt kalt. Der sucht noch einen Leerlauf, ne? Der weiß noch nicht so richtig, wo er hin soll. Naja. Ja, also er findet hier noch gar keinen Leerlauf. Also er hat hier definitiv keinen schönen runden Motorlauf. Der Motor hat diverse Probleme, der Leerlaufregler funktioniert nicht. Die Hydrostößel, die hört man bis nach hinten klappern. Also ja, es ist jetzt nicht gerade das, was ich verkaufen könnte. Also unabhängig davon, was der Peugeot bringt, wäre es echt toll, wenn ihr euch ein bisschen Gedanken machen könntet, was wir vielleicht für eine Aktion starten könnten, wie wir irgendwie noch ein bisschen an Geld kommen, weil ich mir sicher bin, dass es nicht reichen wird. Okay.
Guck mal, ich hupe, dann guckt da schon jemand. Hallo, mein lieber Stefan. Na? Was hast du denn da? Ich wollte gerade sagen, guck mal, was ich hier habe. Was für ein Schmuckstückchen. Das bei dem Wetter offen fahren, total toll. Das kann dein neues Auto werden. Was sagst du? Hab gerade gegessen. Was heißt das? Dir wird schlecht oder was? Nein, würde ich nie sagen. Also, ich wollte jetzt aber gerade mal, schau es dir an. Super gepflegt und der einzige 206 CC, den ich kenne, der trocken ist. Also, das ist schon mal Verkaufsargument Nummer 1. Ein Verkaufsargument, das bei Stefan nicht zu ziehen scheint. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig. Hast du schon irgendwie zuckeln oder ruckeln hören? Es fährt zumindest schon mal auf und zu scheinbar. Ja, richtig. Und das, du siehst meine Begeisterung. Ja, wie? Wie kann sich das denn noch in Grenzen halten? Ich verstehe dich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Hast du denn überhaupt Interesse? Also du jetzt persönlich oder hättest du jemanden, wo du weißt, naja, der könnte vielleicht? Mit Sicherheit kennen wir wieder irgendeinen, der einen kennt, wo man das wieder machen könnte. Das wusste ich doch. Deswegen bin ich zu dir gefahren. Ich gebe dir 2 Mille. Stefan, 2 Mille. Warum nicht gleich? Ich bereue es jetzt schon. Schön. Telefonisch hat Carola bereits mit einem Spezialisten für behindertengerechte Fahrzeugumbauten Kontakt aufgenommen. Vor Ort wird sich nun zeigen, ob dieser ihr eine bezahlbare Lösung anbieten kann. Schwebt mir direkt das Modell, was wir hier haben, vor. Mhm. Das ist ein voll elektrisches System mit Schwenk- und Hebbewegung. Mhm. Ja, das führe das einfach mal vor. Ja. Genau. Auf Knopfdruck heben wir den Rollstuhl an und der Kunde kann den voll elektrisch schwenken. Mhm. Er kann Elektrorollstühle bis zu 200 Kilo verladen. Super. Ja, preislich, wo treffen wir uns da? Was hast du gesagt? So gängiger Neupreis für die Geräte liegen wir bei 5.000 Euro. 5.000 Euro. Okay, also vorab, Mirko, das packe ich auf keinen Fall. Also ich muss ja noch ein Fahrzeug besorgen. Und wir wissen ja beide, was so ein Hochdachkombi kostet. Ja. Das schaffe ich nicht. Ja. Mir kommt gerade noch eine Idee. Wir haben aktuell noch ein Vorführmodell quasi da. Mhm. Der ist aus unserer Ausstellung quasi ein leicht gebrauchter, was wir inklusive Garantie, Gewährleistung einbauen können. Was würde das denn kosten? Da kann ich ausnahmsweise einen Spezialpreis von 3.500 Euro inklusive Einbau und TÜV machen. Also, Mirko, ich weiß, das ist total zu schätzen, dass du mir so weit entgegenkommst. Aber ich hab's einfach nicht. Also, es ist echt immer noch zu viel. Kann ich dir nicht irgendwie helfen oder dich unterstützen beim Einbau, dass wir da vielleicht ein bisschen Geld sparen? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Wenn wir Unterstützung bekommen, können wir uns auf 3.000 Euro einigen glatt. Dann kriegen wir das Ganze umgesetzt für den Kunden. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. 3.000 Euro, ich komme dir helfen. Ich rufe dich an, wenn ich das Auto habe. Alles klar. Okay. Sehr gerne. Super. Vielen lieben Dank, Mirko. Danke auch. Also Mirko hat mir einen ganz tollen Deal angeboten. 3.000 Euro für dieses Modell hier, was für Marcel toll passen würde. Ich darf ein bisschen dabei helfen. Das große Problem ist aber, ich habe weder das Geld hierfür, noch für ein Fahrzeug, noch habe ich überhaupt ein Fahrzeug. Also ich habe erstmal zu tun. Carola hat zwar einiges erreicht, muss aber dringend ihr Budget aufbessern. Zumindest auf den ersten Blick erfüllt der VW Caddy alle Anforderungen. Der Hochdachkombi aus 2014 verfügt über ein Automatikgetriebe, ist bestens ausgestattet und hat verhältnismäßig wenig Kilometer auf der Uhr. Schau mal hier, Stefan, ne? Da ist ja schon hier so eine kleine Plötsch, ne? Wahrscheinlich schon ein paar Mal mit dem Rollstuhl irgendwie da mal reingedrückt oder so. Auf der Suche nach weiteren Verhandlungsargumenten nimmt Carola den Caddy genauer unter die Lupe. Ich meine, das klassische Tackern eines Diesels, aber läuft gut. Stefan, kannst du mal ein bisschen Gas geben, mal so ein paar Gasstöße? Klar. Ja, ist gut, ist gut. Also das wäre das perfekte Auto, sogar schon mit Umbau, auch wenn ich ihn vielleicht nicht zu 100% nutzen kann. TÜV ist gemacht. Ansonsten wirklich tippitoppi auch von den ganzen Wartungen. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht enttäuscht. 16 glatt. Du hast ja gar keine 16. Ja, das habe ich schon verraten, ne? Verdammt. Okay, 14,5 lasse ich dir hier. Ich nehme ihn heute mit. Und die 1.500, die bringe ich dir doch. Also wirklich nur, und das ist auch so, das ist jetzt hier für Marcel. Das ist etwas, was nicht normal ist. Du kannst das Fahrzeug auch erstmal mitnehmen. Du bekommst von mir den Vertrauensvorschuss. Und das sehen wir einfach als unseren Beitrag ganz dabei. Toll, Stefan. Aber glaub mir, das hast du.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Also jemand, der dadurch so mobil wird und so viel mehr Lebensfreude haben kann, das ist es auf jeden Fall wert. Ob Carolas Tatendrang reicht, ist die Frage. Fakt ist, es müssen eine Menge Reifen gewechselt werden, um Geld in die Kasse zu bringen. Hallo. Hallo. Der Chef schickt mich. Der Chef schickt dich. Hi, Carola. Ina, hallo. Ina. Freut mich sehr. Ina, du bist quasi von der Geschäftsführung geschickt. Was machen wir denn? Weißt wir du das? Einmal einen Reifenwechsel. Okay. Ich lasse ihn nur hier. Ich muss wieder zurück. Okay. Und der Kollege holt ihn heute Abend. Super, vielen lieben Dank. Darf ich dich dann bitten, trotzdem schon zu bezahlen? Gehe ja, das? Sehr super. Gerne. Pass auf, ich hole gerade das Böckschen. So, das hat der Chef mir mitgegeben. Vielen lieben Dank. Euch wünsche ich viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. So kann es immer laufen. Noch nichts getan und trotzdem schon Geld. Ne, auch die Gummis. Ne, also ausgeschlagen ist hier nichts. Stoßdämpfer sieht auch gut aus, Federn auch. Ne, also da ist nichts. Wollen wir vielleicht die Räder mal runter machen? Würde ich sagen. Also die Räder machen wir jetzt erstmal runter, um zu schauen, ob da vielleicht eine Unwucht drin ist. Denn das ist so das klassische Schlagen in den Lenkrad, was man hat. Also so ein Vibrieren. Das ist eigentlich ganz oft. Guck mal hier. Wirklich herrlich. Auf geht's, mein Freund. Hey, mal gucken, ob. Oh, hier, guck. 15 ja. Gramm. Schadswahrhaftig. So, jetzt tada. Okay. Hast du schön gemacht. Genau richtig. Zufriedene Kunden sind die beste Basis für gute Einnahmen. Und die braucht Carola dringend. So, ihr zwei. Das war's dann für heute. Ehrlich? Fertig. Kommt keiner mehr? Schon fertig. Ja, schon. Also ich muss sagen, ich fühle mich so langsam noch ein bisschen durch. Nee, aber war eine tolle Aktion. Dann würde ich sagen, ich packe mir hier mein Böckchen. Ja. Gehe ans Geld zählen und bedanke mich recht herzlich. Tausend Dank für deine Unterstützung. Und nichts zu danken. Sehr lieb, dass du sogar auf dein Trinkgeld verzichtet gerne, hast. Das gerne. War echt eine ist für einen guten Zweck. Danke sehr. Mach's gut. Dank hilfsbereiter Kollegen, großzügiger Kunden und Carolas Einsatz ist die Kasse gut gefüllt. Allerdings sind für den Caddy und seinen Umbau noch 4.500 Euro nötig. 1.320 Euro. Das ist echt eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass ich das nur mit Räderwechseln verdient habe. Also, wir haben wirklich ganz, ganz viele viel mehr gespendet, als sie eigentlich hätten tun müssen. Carola hilft dort noch beim Einbau des Rollstuhllifts. Und das alte Peugeot Cabrio ist jetzt Geschichte. Stattdessen wartet ein VW Caddy mit Automatikschaltung und Rollstuhlkran auf Marcel. Hallo, ihr Lieben. Hi, hallo, meine grüß dich. Hallo. 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 Hi, Marco. Na, hi. Hallo, meine liebe Jacqueline. Und wie ist es euch? Aufgeregt. Ja, mir ehrlich gesagt auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt was Schönes zeigen kann. Kommt mal ein bisschen mit mir mit, bis hier vorne. So, dann habe ich meine kleinen Helferlein hier drin. Oh. Also es steht schon mal auf jeden Fall was da. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, oder? Ja. Das sind einmal Mirko und Eddie. Die beiden haben hier den Umbau realisiert. Okay, ich will uns nicht länger auf die Folter spannen, oder? Sollen wir es lüften? Gerne, ja. Ja? Absolut. Gut, ihr beiden. Dann kommt hier Marcel, dein neuer Alter. Wow. Super. Es ist ein Caddy geworden. Ja, Wahnsinn. Guck ihn dir gerne an. Schön. Ja, Wahnsinn. Er hat nämlich auch keine normale Hecktür, was ja auch für dich total blöd wäre. Mhm. Ne? Sonst kommt man ja eben nicht wieder oben dran. Er hat zwei Flügeltüren und die Möglichkeit, den Rollstuhl hinten reinzubekommen. Und zwar hier mit diesem Kransystem. Und dann können wir den gleich hier passend hinsetzen. Und dann darfst du selbstverständlich mal dahin, wo du hingehörst. Und zwar ne, nach vorne an den Fahrersitz, genau, würde ich sagen. Super. Ja, also wenn ich es kann, ne, dann könnt ihr es auf jeden super. Fall. Ganz geschmeidig. Gelaufen. Das ist wenig, ne? Ja, voll. Ein offenes Dach hast du leider nicht mehr dafür in Hos. Genau. Und ich denke, das war jetzt hier der wichtigere Part. Ich freue mich sehr. Super. Ihr Lieben, wie fühlt ihr euch?
prima, mega. Super. Ich bin hast total du das Gefühl, dass das ein gutes Auto für dich ja, absolut, kann? Ja, absolut. Sehr schön. Ich bin total überwältigt, was Carola hier aus meinem alten Wagen gemacht hat und jetzt mir hier hingestellt hat. Ich bin super, super happy und es gibt mir vollständig meine Selbstständigkeit zurück. Ich bin total hin und weg. Das haben wir uns nicht erträumt, dass da so ein guter Wagen bei rumkommt am Ende. Richtig super. Sieht klasse aus. Hervorragend. So, ich bin startbereit. Du bist startbereit? Ja, absolut. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Es war total toll mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hatte eine spannende, interessante Woche. Danke, Carola. Macht's gut. Bis bald. Tschüssi. Ciao. Danke. Ja, Marcel hat wieder zurück in seine Selbstständigkeit gefunden, indem er jetzt mobil sein kann. Das macht mich sehr happy und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, absolut. Das Schöne ist, ich brauche euch nicht mehr. Ich kann jetzt überall alleine hinfahren. So, dann kann ich nur sagen, schöne Grüße an alle Kölner. Marcel ist auf der Straße, bleibt zu Hause. Ja, genau. Bringt euch alle in Sicherheit. Bringt euch alle in Sicherheit.